fast hätte ich noch Fritzi erwischt gerade. Ja, ich habe ihn getroffen aus der Hüfte. Sehr gut. Moin und herzlich willkommen zurück zu unserem Mega-Western-Deathmatch-Projekt Ark Outlaws. Wir suchen immer noch nach der Base vom Crisplay und wir haben in der letzten Folge gehört, dass sie sich am roten Obelisken befinden soll oder am grünen Obelisken. Wo da jetzt eigentlich genau? Da brennt Feuer, da brennt Feuer, hier brennt Feuer. Da unten sind ganz viele Schmelzen aktiv. Der Spieler steht da, die Basis hat kein Dach, sondern nur Foundations. Was machen wir mit dem? Erschießen? Ach, das Spielbär schießt. Warum habe ich den jetzt nicht getötet? Was hat er denn an, bitte? Ja, ich weiß es nicht. Er legt sich hin. Ich habe ihn auf jeden Fall getroffen, glaube ich, oder? Ja, du hast ihn nochmal getroffen. Er ist auch getroffen worden. Er sagt irgendwas. Er hat uns gerade beleidigt. Ziemlich doof beleidigt sogar. Er will, dass wir ihn töten. Er will, dass wir ihn töten. Na dann gebe ich mir mal Mühe, ne? Seid ihr direkt unten? Oben sind wir. Oha, der kleine Schweinepriester wehrt sich. Oder Holz? Ja, das ist keine wirkliche Hütte, das sind nur ein paar Foundations. Okay. Wie er wegrennt. Warum habe ich den denn nicht gleich mit dem ersten Schuss gekillt? Das ist komisch manchmal. Ja, du hast keinen Headshot halt gelandet. Ah, das sah aus wie einer. Komisch. Da muss man wieder höher zielen wahrscheinlich. Das ist wieder dieser blöde Scheiß mit dem Scope. Lass ihn mal tanzen. Das Ding ist halt, ich habe nicht mehr so viel Munition. Ich habe nur noch 7 Schuss. Ich habe auch nicht mehr viel. Ich habe ja nichts mehr mitbekommen. Da muss jetzt jeder Schuss sitzen hier. Ja, wir können ihn ja auch so umbringen. Also er kommt stimmt, warte mal. Waffe weg. Also ich sehe euch nicht mehr. Ja. Wir sind jetzt hier bei so einer kleinen Clay-Hütte. 2x2. Verdammt. Warum haben wir keine Granaten? Die hat der Shadow doch, oder nicht? Wir kriegen gerade eine Meldung rein. Crisplay befindet sich am grünen Obelisk. Und Sasun auch. Jetzt habe ich ihn mal getroffen. Am grünen? Ja. Ich habe ihm den Kopf ausgezogen. Ja, lass es, schieß nicht auf ihn. Warum nicht? Ja, weil du Munition verschwendest. Ja, und? Lass mich doch, der hat uns beleidigt, hast du doch gesagt. Ja, und? Deswegen musst du ihn ja nicht erschießen. Doch. Ein Exempel statuieren. Aber ich schaff's irgendwie gerade nicht. Bist du da gerade runtergegangen? Ja, ich hab ihn betäubt, jetzt kannst du ihn erschießen. Nein, das ist doch langweilig. Lass ihn jetzt einfach eiskalt so da liegen. Warte, ich nehme die Pistole. Bitte ich ihn lieber nochmal. Okay, jetzt bin ich alleine. Fritzi ist auch weg. So, jetzt. So. Also wenigstens die Meldung, dass er weiß, wen er beleidigt hat. Ja. So, hier seine Peitsche klaue ich ihm noch. Den Rest kann er behalten. Den Rest kannst du behalten. Weißt du was? Haben wir eigentlich die Basis? Kann man das eigentlich mit dem Pferd alles kaputt machen? Nee, ne? Weiß ich nicht. Ausprobieren. Da kann man. Zumindest die Mörser. Naja, den Rest nicht. Das sind Steinstrukturen wahrscheinlich. Mhm. Das verschlossen nehme ich an. Der grüne Obelisk, der ist hier von den Spikes weiter Richtung, was ist das, Norden, oder? Naja, den roten siehst du ja. Der grüne ist da hinten hinter diesen Westernfelsen. Der blaue ist ganz am anderen Ende der Karte. Also hier hat Chris nicht weiter gebaut, definitiv. Ist so wie letztes Mal noch. Ja, dann zum roten Obelisken, das oder? War seine Hütte. Grün, wenn. Oder grüne Obelisk. Aber hieß es nicht roter? Nein, was? Grün. Okay. Grün. Grün. Ganz grün. Am anderen Ende, ey. Na toll. Nächster Weg. Das schaffen. Ihr seid alle so schnell, das ist so unfair. Ey, wir haben nicht mehr viel Zeit, ne? Wir haben nur noch 20 Minuten gleich. Hängen Im Notfall locken wir uns bei ihm in der Base aus. Genau.
Wir locken uns bei Chris in der Base aus. Das finden wir bestimmt gut. Dann kann er uns gleich bei der nächsten Session zum Kopfgeldbrett schleifen. Ja, oder wir ihm. Je nachdem, wer schneller ist. Aber da ich ja immer meinen Arc nochmal neu starten muss, bevor ich wirklich reinkomme, ist wahrscheinlich dann... Ja, das bist dann... ja nur du. Ja. Die anderen sind ja dann noch auch noch da. Das bin ja nur ich. Das bin ja nur ich. Da ist ein Schwein. Zwei, oh ja. Schweine. Ah, Terezino, scheiße. Besser die Schweinetee. Hey, es ist ein Setch-Haus. Kaputt machen, kaputt machen. Nee, Offline Damage Prevented, scheiße. Caprosuchus hinter dem Setch-Haus, Vorsicht. Oh, oh, oh. Wo müssen wir jetzt eigentlich? Ah ja, genau, zum grünen Obelisken. Noch ein Schwein vor uns? Noch ein Schwein. Eine Schweinerei hier, eine einzige. Also ein High-Level-Schwein wäre natürlich ein feiner Kämpfer, ne? Ein High-Level-Schwein, das wäre sehr fein. Level 4 ist dieses übrigens, schnell weg. Das haut richtig rein. Denn es ist ein Schwein. Und es ist gemein. Und gar nicht klein. Wo seid ihr jetzt eigentlich? Ah, da. Bin ich schon erweitert? Bin ich schon weitergerannt als Einziger hier? Oder seid ihr alle hinter mir jetzt? Wie ist denn das? Ich warte mal auf Monster. Ich glaube, ich habe mein Pferd verloren. Was? Wie kann man sein Pferd verlieren? Das, was mir hinterherläuft. Ach so. Nee, auf dem von Shadow sitze ich ja drauf. Ach so. Ich habe ja mein Low-Level mitgenommen. Das ist jetzt irgendwo festgehangen. So, wieder ein Pferd weniger. Hey, Moment mal, da ist eine Ruine mit einem Dings. Ja. Das war schlau. Ja, ich mach's auch mal nach. Hui. Okay. Müssen wir hier hoch? Da ist eine Explorer-Note vielleicht. Ja. Richtig. So, da können wir wieder skillen. Skillen ohne Pillen. Weiter geht's. Wo beim grünen Obelisken ist es eigentlich? Also, oder soll Chris sein? Das ist ja jetzt die große Frage, ne? Der grüne Obelisk ist ja doch ziemlich groß eigentlich, so der Bereich da. Ja. Oh, ein Schädel. Ich lauf dir jetzt einfach mal hinterher, ne? Mir? Ja. Willst du dieses Risiko wirklich eingehen? Weiß naja, ich wenn nicht. Jemand uns findet, werden die dich jagen und nicht uns. Wir können dann verschwinden. Scheiße, stimmt. Du bist sowieso schneller als ich. Ich hab dich gleich wieder verloren. Das stimmt. Das ist richtig. Bum, bum. Wo ist ein Zelt? Kaputt machen. Von wem? Offline Damage prevented. Hier sind ganz viele Sachen gebaut. Ist das auch Offline Damage? Offline Damage prevented. Wenn das nächste Session immer noch da steht, dann können wir es mal wegmachen. Foundations sind hier ganz viele. Als wenn hier einer Spawns blocken wollte. Django. Ja. Hier noch eine, nochmal Django. Django. Wir haben unsere Lebensversicherung nicht dabei, ne? Django, du darfst nicht alles voll spammen hier. Tribe of Ok Ok El Jaxo. Hör, hier ist ein Ei in der Ecke. Ein Terezino-Ei, glaube ich. Da steht auch ein Schaf! Und eine Explorer-Not. Hier ist eine Explorer-Not. Fritzi sagt gerade, er hat die Base von Chris gefunden. Ja, da muss er uns jetzt nur noch sagen, wo die ist. Ja, ich glaube, ich sehe sie auch. Wartet mal, ich habe gerade einen Explorer-Not hier noch gefunden bei dem Gerippe. Könnt ihr euch noch abholen? Nein, ich sehe nicht. Moment, eine Guanodon. Ah. Wo seid ihr denn jetzt? Ich bin noch hier oben, in der Nähe des Explorer-Notes. Ah, bist du das hier? Wer ist denn das? Ja, das bin ich. Okay. Und wo soll jetzt Chris sein? Weiß ich noch nicht. Da unten? Nicht. Ist da unten? Vielleicht nee, da sind wir doch. Sind wir nicht da gerade hergekommen? Nein, nein, nein. Wenn ich jetzt nur ein Känguru sehen könnte. Hm. Oder ist es hier links oben? Wo? Hier ist auf jeden Fall ein Morellatops oben. Und hier ist ein Pferd mit... Du siehst doch, von wem es ist. Lady Mine ist das. Ja, ich muss ja auch ein bisschen ran. Wenn ich das von unten sehe, bringt's mir ja nichts. Hast du kein Fernglas? Nein. Mm. Oh.
Lass uns Tierlaute üben. Oh, oh, wieso habe ich jetzt ein Standbild? Oh nein. Das ist so wie bei 10 kleine Inder hier. Inder? Ja, weiß ich nicht. Ich wollte jetzt irgendwas sagen, was nicht ganz so rassistisch ist. Sasun hat mich gerade abgeschossen. Ja, nein, toll. Lauf dann hast du. Ja. Laufen wir einfach das weg. Das Pferd von Shadow ist ja. Ja, wo denn jetzt? Das ist doch die Scheiße. Wir wissen doch gar nicht, wo. Ja, direkt am grünen Obelisken, da wo diese Tore stehen. Da wo diese Tore stehen? Da sind die Dino-Tore, die Holz-Dino-Tore. Warum sehe ich da gerade ganz viele Leute? Oh, ein Känguru, das panisch wegreitet. Ich glaube, ich weiß, wem es gehört. Ja. Oh, guck mal, ah! Willst du das jetzt durchziehen, Fritzi? Das war ja wohl klar bei der Frage. Fritzi wird da nicht zurückweichen. Okay, ich habe schon jetzt den Überblick verloren. Ja auch. Ich wollte doch nur mal gucken, warum schießt der. Sind das Laserstrahlen, die ich da sehe? Was hatten der da für komische Strahlen da gerade? Das waren das da? Laserstrahlen, das sind Brandpfeile bestimmt. Oh! Ich gehe mal hier hoch. Ich brauche irgendwie einen Überblick hier. Scheiße, das Pferd ist jetzt da, das steht da jetzt noch, ne? Ja, was willst du machen? Was soll man da machen? Ja, das ist doof. That's life. Setz live. Ich sehe es hier rumstehen. Ist das ein weißes Pferd? Es ist ein relativ helles, ja. So ein hell gestreiftes. Die haben Shotguns, scheiße. Sie haben das Pferd erschossen. Ja, toll. Fritzi? Wie sieht's aus? Fritzi feuert. Fritzi feuert. Warte mal, ich versuche mal da hochzukommen, da wo Fritzi jetzt ist. Glaub. Ja, das bin ich, da bin ich auch, da oben. Ja, wir müssen uns mal sammeln, dass wir nicht hier so vereinzelt rumlaufen. Das ist scheiße sonst. Wenn ich es richtig gesehen habe, war das doch. Ist es. Ich misch mich mal nicht ein, ne? Ich bin in der Clownsmaske. Mein Pferd verliert der. Er ist abgehauen. Ja, warte mal, da kann man doch noch was machen, oder nicht? Ja, schieß auf ihn. Ja, scheiße, er reitet hinter die Base. Oh, da schießt einer mit einer Longneck. Wer ist das? Fritzi? Muss Fritzi hinter uns sein. Ah, scheiße, nein, ich wurde geschossen, ich wurde getroffen. Wieder bin ich die Erste, die stirbt, das ist so traurig. Von wo werde ich beschossen, ist die Frage. Ja, hast du den Schuss gehört oder den Einschlag? Ich habe den Schuss und den Einschlag gehört. Es sei denn, Fritzi hat aus Versehen mich angeschossen, aber das glaube ich ihr nicht. Es sei denn, ich bin reingeritten irgendwie. Ist hier nicht noch einer? Hier ist doch einer! Ja, hier ist noch einer, genau. Verwirren lassen, wer ist? Ja. Achtung. Lol. Ja, fast. Ich habe keine Munition mehr. Oh, scheiße. Flucht. Ach, dieses Lasso ist doch kacke. Verschieß jetzt alles. Ja, klar. Oh, fast hätte ich noch Fritzi erwischt gerade. Ja, ich habe ihn getroffen aus der Hüfte. Sehr gut. Nein, nein, nein. Oh Gott. Nur noch einen Schuss jetzt. Wo soll er hin? Denn alleine hier? Wir werden doch gerade in eine Falle gelockt. Wahrscheinlich, ja. Also ich muss mich jetzt gleich zurückziehen. Ich habe nichts mehr zum Schießen gleich, ne? Ich muss gleich weg. Oh, scheiße! Passiert. Runtergefallen. Wer hat beschossen? Känguru brennt. Warum brennt denn da das Känguru von... Wieder drauf. Gott. Alter, Fritzi. Oh, das sieht jetzt schlecht aus. Das war ganz knapp. Lass uns mal zurückziehen hier, komm. Sammeln und zurückziehen. Ja. Wir müssen ja jetzt nicht das Känguru hier opfern, ne? Das muss ja nicht sein. Nur ob Fritzi das jetzt hört? Ja, der ist doch im Channel, oder? Ja, der ist im Channel, der müsste es eigentlich mitkriegen. Da reiten wir jetzt zurück. Weil ich kann eh jetzt nichts mehr, weil ich habe noch einen Schuss. Wir haben auch noch gut 10 Minuten, dann müssen wir an der Base sein. Eben, genau, wir müssen zurück. Wir müssen zurück, Fritzi, wir müssen zurück. Ich hoffe, du kannst es verstehen, hören. Naja, ist ja auf jeden Fall schnell genug mit dem Känguru. Na, ja, wenn das Känguru nicht stirbt, ne? Wenn das Känguru nicht stirbt.
Das sah nämlich schon gerade sehr schlecht aus. Ah, es war so eine schöne Szene gerade, wie der Clownsmann, der wahrscheinlich Chris, auf mich zugeritten kam und ich einfach noch aus dem Scope raus bin. Und in dem Moment habe ich aber geschossen und ihn dann mit diesem Move auch noch erwischt habe. Also den Reiter auch, der hat ja gestöhnt in dem Moment. Wenn er dann links runtergefallen wäre, das wäre noch geil. Ja, das wäre toll gewesen, ne? Das wäre nice. Aber ich, ganz ehrlich, ich bin schon froh, wenn ich mal einen treffe. Im Ritt. Ja, ja. Und so. Das, mit der Longneck auch noch so. Aus nächster Nähe. Das war schon. Also hätte ich da einen Shotgun gehabt, wäre er wahrscheinlich runtergefallen. Das war schon gut. Wir werden besser. Also ich glaube, man kann langsam auch eine Steigerung mal bemerken, muss man mal sagen, bei uns. Also bei mir auch. Wir machen uns langsam. Langsam kann man sich's angucken, glaube ich. Nach wie viel Sessions und wie viel Folgen? Nach der vierten Session haben wir es mal so ein bisschen in unserem eigenen Projekt. Ist auch geil. Haben wir es so ein bisschen jetzt dann langsam drauf. Hier ist ein Typ! Ich bin jetzt nicht pleite, ich habe einen Känguru gelegt. Echt? Na toll, das sagst du mir jetzt! Oh nein, was leckt jetzt hier so? Ich lasse mich jetzt nicht aufhalten, ich reite jetzt weiter. Ja, ja, genau. Weil ich auch keine Rüstung habe. Ich nehme Pilze rein, verschwinde auch. Merk mir ein bisschen, wo das ist. Kommen mir auch nicht hinterher, die Typen. Wow, Dornechse. Jetzt hakt's auch irgendwie so ein bisschen gerade hier. Oh, mein Pferd hat ja gleich keine Stamina mehr, scheiße. Oh, Fritzi ist weg. Fritzi ist weg? Mhm, musst du offline. Ja. Aber wo hat er sich denn jetzt ausgelockt? Das kann dir keiner sagen. War der jetzt in der Base schon? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, nein. Der hat sich wahrscheinlich ein sicheres Plätzchen gesucht. Der Server geht ja auch gleich down. Sehr in Sicherheit. Ja, ich hoffe, dass er sich ein sicheres Plätzchen gesucht hat. Nicht, dass er sich da mitten im Battle ausgelockt hat, ey, und die den jetzt auseinanderpflücken. Fritzi doch nicht. Weiß ich doch nicht, keine Ahnung, kann ja sein. Wenn er es vielleicht aus dem Augen verloren hat, weil er gerade beschäftigt war, zum Beispiel mit Leute töten. Das klingt eher nach Fritzi. Genau. Ui, ein roter Mensch. Ein toter Mensch wäre mir ja gerade ehrlich gesagt ein bisschen lieber noch. Nein, das sind die Zoss-Leute. Ach so. So, ich bin gleich zu Hause und wir haben noch 7 Minuten. Ich liege gut in der Zeit. Ach, warte mal, wenn ich jetzt eh schon hier oben bin, dann nehme ich jetzt nochmal ein bisschen Rohmetall mit. Wir sollten demnächst vielleicht auch echt mal zum Kopfgeldbrett gucken und mal schauen, ob wir was einlösen können bei den ganzen Implantaten, die wir jetzt schon haben. Da ist bestimmt nichts dabei. Meinst du? Nichts Wichtiges zumindest. Ja, glaube ich auch. Also ich meine, so ein bisschen vielleicht schon. Um den Score so ein bisschen hochzubringen, dass wir jetzt zumindest ein bisschen was gekriegt haben, aber ich glaube, viel wird das nicht sein. Mhm. Es sei denn, wir schießen dich um. Ja, danke schön. Aber ich meine, meins ist auch noch nicht wieder hoch, ne? Meins ist ja schon geklemmt. Ja, stimmt. Es gab keinen Dings. Und gleich wird oben eingeblendet, Spielbär-Kopfgeld. Ja, stimmt. Eigentlich muss der 5000. Spectator Nein. auch noch. Okay, ich bin schön. Ich meine, ja, ich will den Spectator jetzt nicht beeinflussen oder so. Also nicht zum, weder zum einen noch zum anderen hin. Ne? Also. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Es sind noch 2 Minuten bis zum Ende der Session. Sehr gut. Ich lock mich oben aus. Und damit hast du die Feuerprobe bestanden. Beim nächsten Mal bist du wieder dabei, Ari. Ja, das lief doch gut. Perfekt. Wunderbar. Wir bedanken uns an der Stelle auch nochmal bei Ari, dass sie die Zeit gefunden hat, uns hier zu unterstützen heute. Aber hallo. Das war ja alles ziemlich spontan und unvorhersehbar gewesen. Aber gern doch. Deswegen freut uns das natürlich, dass es geklappt hat. Das, weil sonst, wenn der Spectator halt wirklich nicht da ist, der Spectator ist ja mit die wichtigste Person, muss man ja wirklich mal sagen. Weil der Spectator ist dafür verantwortlich, dass die Tische aktiv sind, dass man handeln kann. Was wir heute wieder nicht gemacht haben, das fällt mir jetzt gerade so ein, ist Auktionen. Das müssen wir mal beim nächsten Mal irgendwie machen, dass wir das mal hinkriegen, eine Auktion starten. Das wäre schon cool, wenn wir das mal machen. So, in 40 Sekunden läuft auch mein Explorer-Node aus. Und dann endet auch der Server, beziehungsweise die Session. Ha,
Habe ich hier eigentlich noch eine Wüstenrüstung drin? Ja! Juhu! Nicht schlecht. Jetzt bin ich wieder vollständig. Ha! Guckt ihn euch an! Den Mann mit dem Zylinder. Wie lang ist eigentlich jetzt mein Afro? Oh yeah. Sexy. Ich werde das natürlich wieder onscreen zeigen, wie ich runterfliege. In 3 Minuten ist gut, in ein paar Sekunden. Ja, stimmt, in ein paar Sekunden. Guck mal, auch manchmal schnell nach oben gekrabbelt. Auch die Aussicht nach oben? Gibt's. Mach bloß die Treppe dann wieder zu. Nein. Da hört man ihn schon hochklettern. Oh nein, du hast ja einen Geier dabei. Ja, du kannst mir nicht umgreifen. Umgreifen ist auch nicht. Soll die ganzen Schmelzen. Die ganzen Schmelzen sind jetzt auf jeden Fall erstmal mit Holz wieder versorgt für die nächste Session. Sehr schön. Da brauchen wir nur noch Metall richtig viel. Und dann läuft das. Gunpowder haben wir auch noch. Ja, auf jeden Fall können wir das machen. Charcoal haben wir ganz viel. Ja. Dann verabschieden wir uns an der Stelle von euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitspielen. Es ist der Wahnsinn, wie viele Leute heute auch wieder auf dem Server waren. Und im Livestream sind jetzt auch gerade noch 353 Zuschauer am Start. Vielen Dank. Und wir sind dann wieder am Start am Samstagabend bei der nächsten Session Ark Outlaws. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss. Server ist down.